So, wieder zurück mit der nächsten Aufgabe, nämlich fliege mit dem Chopper, also einem Hubschrauber, unter violetten, roten und blauen Stahlbrücken hindurch. Eine Aufgabe habe ich schon gemacht, ganz ehrlich, ich kann euch nicht mal sagen, welche Brücke ich genommen habe, aber eins kann ich euch direkt sagen, wir müssen das Ganze im Solo-Modus, Du-Modus oder Team-Modus machen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil in den anderen Matches ist der Helikopter nicht da. Also in Gruppenkeile kann man das Ganze leider nicht machen. Datenregen macht sowieso keinen Sinn, weil da sind auch, glaube ich, die Hubschrauber auch nicht da und man ist ja immer nur in dieser kleinen Zone. Jetzt muss man natürlich Glück haben. Wann kriege ich wo welchen Hubschrauber? Und werde ich nicht vom Himmel geholt? Das ist nämlich das andere große Problem. Wir werden jetzt einfach mal gucken. Ich zeige euch erstmal, wo die ganzen Hubschrauber sind. Und dann zeige ich euch natürlich auch, wo die Brücken sind. Wenn ihr euch wundert, warum steht da Skinverlosung im Titel und auf dem Thumbnail, ganz einfach unter allen Mitgliedern bei mir im Livestream, wenn ich eine Solo-Runde spiele und diese auch gewinne, bekommen halt die Mitglieder einen V-Buck, ach, einen V-Buck-Skin, einen Skin geschenkt von mir. Wie mache ich das Ganze? Genau, per Losverfahren. So, dann erstmal dazu. Und wie gesagt, wenn ich euch hier mit der Aufgabe schon helfen konnte, gerne ein Abo dalassen, ein Like dalassen, gerne Creator Code eintragen, auch auf Insta gerne schreiben. Und jetzt würde ich sagen, machen wir ganz schnell, weil wir müssen nämlich schnell anfangen. So, Hubschrauber sind wo? Einmal The Shark, The Rig, Grotto und Yacht, ist klar. Dann haben wir hier noch einen Hubschrauber. Hier ist noch ein Hubschrauber. Dann bei Agency ist auch klar. Dann haben wir hier an dem Berg noch einen Hubschrauber. Hier oben auf der Plattform. Ich bin gerade überlegen, ob ich nicht dahin gehen soll. Da ist ein Hubschrauber. In Pleasant Park ist ein Hubschrauber. Dann ist hier bei Holly Hatches bei dem kleinen Haus ein Hubschrauber. Das waren dann erstmal soweit die Hubschrauber. Jetzt geht's zu den Brücken. Da ist die blaue Brücke. Hier ist die rote Brücke. Und bei Slurpee ist die violette Brücke. So, jetzt müssen wir mal langsam raus hier und hoffen, dass wir natürlich jetzt den Heli bekommen. Weil das wäre natürlich jetzt ganz übel. Gerade in der Solo-Runde, aber dann probieren wir es einfach nochmal. Wie gesagt, die Brücken habe ich euch ja gezeigt. Ich hoffe halt jetzt auch, dass wir gemeinsam es hinkriegen, uns den Heli zu schnappen und einfach gerade die drei Brücken abzufliegen. Ach, der fliegt auch dahin, glaube ich. Oder? Oh, der sieht mir verdammt tief aus. Ach, er fliegt auch dahin. Nein, nein. Sache Helis, das ist jetzt so eine Sache. Ne, der Heli ist weg. Da bin ich definitiv zu spät. Dann können wir eigentlich nur noch versuchen, den Heli zu bekommen neben Frenzy Farm. Da. Ja, du bist der Beste. Lass mich in Ruhe. Das ist halt das Problem. Ihr müsst halt echt versuchen, die Helis zu bekommen. Auch wenn wahrscheinlich, wenn ihr ganz weit weg seid, in Anführungszeichen. Aber nochmal zu den Brücken. Wir müssen dahin. Dann müssen wir die Brücke unten drunter durch und die Brücke, da müssen wir unten drunter durch. Aber ich hoffe halt jetzt einfach, dass wir den Heli bekommen. Warte mal, hier, da hinten ist doch der Heli, oder? Ja. Da hinten steht der. So, ich hoffe halt, dass da jetzt keiner hin ist. Ah, diese Heli-Aufgabe ist halt echt nervig. Weißt du, das Problem ist, die Leute fliegen ja sowieso schon immer zum Heli-Platz. Aber nein, jetzt natürlich noch mehr. Und das Blöde ist halt, man kann es nicht in Gruppenkeile machen. Also man hat konstant quasi Leute, die irgendwie den Heli wollen. Aber der Heli ist noch im Stehen. Ich hoffe, ich kriege ihn auch. Betet für mich mit. In 6 Sekunden werden wir mehr wissen. 6, 5, 4, 3. Ich muss langsam erzählen. 2. Ich will nur den Heli haben. Alles andere interessiert mich jetzt erstmal nicht. Weg, weg, weg. Sieht gut aus. So, da die Zone aber da ist, fliegen wir jetzt erstmal zu der Brücke. Wird zwar eine kleine Weltreise, aber sollte trotzdem easy zu schaffen. Ich fliege natürlich so hoch wie möglich, damit ich eventuell bei den meisten außer Schussreichweite bin. Und ihr habt schon gesehen, ihr müsst es nicht in einer Runde machen, sondern ihr könnt das natürlich auch in mehreren Runden machen. Aber wir versuchen das natürlich zwecks Video jetzt in einer Runde hinzukriegen. Aber eigentlich dürfte das auch kein Problem sein. Eigentlich.
dann. Das Gute ist halt jetzt schon mal, dass die Zone da ist. Vor allem, es gibt so viele Spieler, die fliegen jetzt die ganze Zeit. So spielen die. Das ist ihr Spiel. Oh, wir gucken uns die Map an. So, jetzt muss ich irgendwie schon mal runter. Ich bin gerade überlegen, wie rum ich fliegen soll. Boah Gott, geht der langsam runter, ey. Oh, jetzt bitte nicht irgendein Dulli, der auch hier rumfliegt und mich dann nervt. Boah, geh doch mal schneller runter. Oh Gott, geht der langsam runter. Ah ja. So, jetzt direkt wieder weg. So, wie gesagt, die nächste Brücke ist da. Ich glaube, irgendwie liegt es doch hier rum. Ja, nee, lass mich doch einfach meine Aufgabe machen. Lass mich in Ruhe. Da ist nämlich jetzt schon die rote Brücke. Also ihr seht ja schon, da unten ist die rote Brücke. Und da hinten sehen wir auch schon die blaue im Hintergrund. Da, warte, ich gehe da hin. So, da hinten seht ihr die blaue, hier ist die rote. Wie gesagt, ich hoffe jetzt, dass sie mich einfach in Ruhe lassen. Ich bin unbewaffnet, ich habe nur eine Schippe. Ich will euch nichts Böses. Oh nein, da ist einer auf der Brücke, safe. Oder er hat die Brücke abgerissen. Ah, ja, an der roten war, an der blauen war ich dann schon, aber ich zeige euch natürlich auch noch trotzdem noch, wo die blaue ist. Wir fliegen auch schon quasi genau drauf zu. Wie ihr seht, so schwer ist die Aufgabe nicht. Das Problem ist halt nur, ihr müsst halt den Heli bekommen. Das ist halt echt das A und O an der ganzen Geschichte. Weil logischerweise ohne Heli nichts geht. Aber ihr habt halt, wie gesagt, ihr könnt es jede Runde probieren. Einmal an die rote, einmal an die andere. Also dann hier einmal an der blauen durch. Und dann ist das Ganze auch geschafft. Er jetzt von mir? Will ein Wettrennen oder was? Der allerechte. Aber ich hoffe, ich konnte euch damit schon mal helfen. Wie gesagt, gerne mal ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und wäre auch nett, wenn ihr wieder meinen Creator-Code eintragen würdet, weil Support ist kein Wort. So, und was die Pistolengeschichte angeht, falls ihr eine Aufgabe noch hängt, beziehungsweise Kopfschussschaden, ganz easy, einfach mit der Pistole die Headshots machen. Dazu braucht man auch nicht den Kill, einfach nur einen Headshot machen mit der Pistole. So, gucken, wo ich mal jetzt langsam hier mein Ei hinlege. Also langsam bräuchte ich ja dann doch mal ein bisschen Loot. Ich hoffe halt nur, dass hier keiner ist. Das sieht eigentlich ganz ruhig aus. Ah, Loot haben wir auch schon. Dann bin ich ja gleich schon Level 161. Dann komme ich dem Frontscan ja langsam doch wieder näher. So, und jeder, der jetzt noch da ist, erstmal danke für den ganzen Support, den ihr mir gebt. Weil logischerweise, ihr könnt natürlich auch schon weggehen. Ihr wisst ja jetzt, wie es geht. Aber ihr wisst ja, Support ist kein Mord. So, jetzt kann ich mich schon mal ein bisschen verteidigen. Aber wir gucken halt einfach mal, wie weit wir hier noch kommen. Hä? Da war doch eben noch eine Kiste. Ah ja, die allerechten. Wurde ich etwa getrollt? Aha. Und ohne Quatsch, ich bin mal gespannt, wer alles den Helikopterkill eben gesehen hat im letzten Video. Wer wirklich da bis zum Ende bleibt. Weil ich kann mir eigentlich fast nie vorstellen, dass Leute bis zum Ende gucken. Ich meine, ich sehe es zwar immer in der Statistik, dass es da immer welche gibt, die noch am Ende da sind. Aber ich frage mich halt immer, wer ist es? Wer ist da der Ehrenmann schlechthin? Oh, goldene Pistel. Goldene Pistel. Pistole. Ping, ping, ping. So. Bam, 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 bam. Ehre, Ehre, Ehre. Die bessere Pump. Schmeckt. So. Und das Medikit mit. Ich glaube, dann hole ich mir die MP doch noch mit. Oh,
überall liegen diese Bounce-Dinger, gell? Teilweise denke ich mir auch, sie übertreiben es ein bisschen damit. Ach, noch eine Kiste. Bin halt echt mal gespannt, ob die den Battle Pass noch verlängern. Aber werden wir dann halt mal sehen. Weil dann will ich, glaube, dann versuche ich echt noch Level 300 noch was zu werden. So, ich würde sagen, aber ich gehe jetzt auch raus hier, gehe zur nächsten Aufgabe. Wie gesagt, erstmal danke für alle, die jetzt noch da waren. Danke für euren Support und dann sehen wir uns gleich schon im nächsten Video. Und haut rein. Ehre, Ehre, Ehre.